Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lego Marvel Super Heroes. Und an alle dädlichen Leute. Ha, versteht ihr, weil er heißt Deadpool? Ich muss so lustig sein. Okay, reicht auch wieder. Ja, ich grüße heute den. Oh, dich grüße ich auf jeden Fall nicht. Ich grüße den Bob. Den Bob, der Baumeister. Sorry an alle, die jetzt Bob heißen. Aber. Sorry. Ja, das war nicht witzig. Jetzt reicht auch wieder. Und die. Die Janine. Genau, die Janine. So. Gut. Heute machen wir wieder ein paar Bonus-Level. Wir haben immer noch sehr viele zu machen. Wir waren letztes Mal stehen geblieben bei Stuntshow mit Überraschung. Dann kommt jetzt Reptilien. Was? Reptilien Angelei? Okay, habe ich das richtig ausgesprochen? Egal. Ich will rein. Hi, ich bin Deadpool und ich möchte ein Pony. Einer der wenigen freien Tage für Spider-Man und Steinjunge entdeckt sie faulenzend im Park. Ups, da habe ich meine Klappe wohl zu weit aufgerissen. An dem Typ klebt die Gefahr wie übler Geruch. Und bei üblem Geruch fällt mir doch gleich das Reptilienhaus ein. Irgendwas geht hier ab in diesem Reptilienhaus, was ja im Central Park liegt. Bin mal gespannt. Was ist denn hier los? Nein! Nein! Ich werde meine Proben kriegen! Connors? Ach, diese Eidechse! Ja, ja, jetzt weiß ich wieder. Die Echse! Die Kreckste! Wo ist er hingekrochen? Keine Ahnung, Wendekrabbler. Du hattest mehr Begegnungen mit ihm als ich. Das stimmt tatsächlich. Ja. Spider-Man Comics. Kann ich nur empfehlen. Hier haben wir was zum Kopf machen. Und der Spinnensinn ist aktiv. Na, dann let's go. Ah, komm, auf. Okay, kann ich hier was bauen? Nee, ich glaube, ich muss doch erstmal noch diesen Schubraum aufmachen. Wir müssen ihn sogar gar nicht rausfischen, sondern wir können einfach das Wasser auspumpen. Ey, was mischt er da gerade für Drogen? So, guten Morgen, Eidechse. Digga, ihm fehlt noch ein Arm. Stimmt, das war ja auch so. Der hat den Arm verloren. Ja, er war halt besessen in seinen Serums und dann hat er wahrscheinlich sich da so ein Teil zu hart gegönnt und deswegen hat er den Arm verloren. So war, glaube ich, die Story und deswegen wurde er ja auch eine Echse. Mein Spinnen. Und jetzt eine brave Echse. Mach einen Winterschlaf oder so. Mann, Winterschlaf. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Da müssen wir ihn nämlich nicht ertragen. Weiß ich, soll das irgendwie so ein. Muskelkraft vonnöten. Soll das irgendwie hier so ein Silium sein? Also wo immer irgendwelche Fische präsentiert werden? Jetzt raus hier! Ja, da springt er raus. Und eine Klatsche. Gut. Noch ein Treffer. Insekten, weißt du, Spider-Man? Ach nee. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na komm, den boxen wir jetzt. Okay. Wo kann er nur sein? Ich frage mich nur, wo der ist. Nein! Lasst mich arbeiten! Doc! Moment! Ja, jetzt gib ihm doch einmal eine Schelle. Mal sehen, wie du das hier wegsteckst! So hat es sich also entwickelt. Schon wieder! Seht ihr, wie schlau ich bin? Einwickeln, entwickeln! Komm schon! Lass mich nicht hängen! Hallo? Ja, vergiss es!
Sag mal, ist ja wie ein Pokémon. Es hat sich entwickelt. Ha! Oh mein Gott, war das scheiße, aber egal. Ich hab gestern irgendwie so einen Witz gemacht, das muss ich jetzt auch erklären. Ich hab gestern so einen Witz gemacht über... Da hat jemand was mit Kacke gesagt und dann kam ich einfach auf die Idee. Kackermehl, oh mein Gott, weil sie ist ja Kackermehl und deswegen Kackermehl, ah, oh mein Gott. Und dann kam ich noch auf so einen Witz, so, was ist das Mehl, was in Afrika hergestellt wird, ist eigentlich voll rassistisch. Ja, und dann habe ich einfach Kackermehl gesagt, weil Kackermehl und so, ja, ist nicht lustig und voll rassistisch, aber egal. Gut, als nächstes Jotunheim. Wahrscheinlich gehen wir jetzt nach Asgard. Ich bin wie Wolverine an einem guten Tag, nur ohne die Haarbällchen. Was passiert, wenn sich ein dunkler Elf und der König der Eisriesen zusammentun? Es gibt Riesenärger für Heimdall und Asgard! Oh Mann! Thor und Loki befreien Heimdall und retten die Lage. Ha! Schöner Hut, Mann der Lügen und der Streiche! Das ist endlich mal ein Level wieder, das viel cooler gemacht ist. Zum Beispiel hier jetzt so eine Story, dass der Loki und der Thor den schicken Typen, ich weiß nicht wie er heißt. Oh, warte mal kurz. So, da muss ich kurz niesen. Den schicken Typen mit dem Bronzehelm retten muss. Ich weiß nicht wirklich, wie er heißt. Ich habe die Thor-Filme auch nicht geguckt. Tatsächlich habe ich sie nicht geguckt. Boah, die Musik schon wieder. Wir müssen einmal hier rauf. Für Asgard! Gut, mein Bruder. Öffne das Tor. Wir müssen in den Heimdall rein. Für Loki, für Asgard und für Schönebrot. Für Schönebrot. Und natürlich für Odin. Kann der Typ da weggehen? Nee. Okay, was muss ich denn jetzt hier machen, um raufzukommen? Ah, ich glaube, ich weiß wie. Warte. Thor stellt sich. So. Thor stellt sich dorthin, genau. Dieses Fahrstuhlprinzip. So. Mit euren Kräften solltet ihr bestimmte Objekte bewegen können. Ja, das hab ich gerade. Okay, Thor halb aufgemacht. Der Loki hat mit Thor das Thor versucht aufzubekommen. Oh mein Gott, Alter. Okay, jetzt hier der Spanner. Kann ich den irgendwie wegboxen oder so? Wahrscheinlich hier rauffliegen. Ja. Natürlich muss er wieder abhauen. Ja klar. Okay, ich fliege einfach mal hier durch. Och, Thor, geh doch hoch. Okay, ja, und wie mache ich das jetzt hier? Ich glaube, ich bin zu dumm dafür. Nein, nicht wegfliegen. Warum ist das hier irgendwie... Nee, ich kann das ja nicht vereisen, oder? Kann ich das hier vereisen? Nee, bringt mir nichts. Aber hier kann ich was vereisen. Jawohl. Ein Eisschießer. Ich eise ein Eisschießer. Beim Eisschießer, was ist das für ein Deutsch? Ja, was war das jetzt gerade? Auf einmal kommt dieser, keine Ahnung, Stein, Meteorit, was weiß ich. Für Odin! Oh, ich mag immer noch Götter. Die sind so göttlich. Meine Güte, was machst du auch da, Loki?
Hallo, ich möchte bitte... Kann ich jetzt? Dankeschön. Endlich. So, dann kann er auch der Tor hier mal öffnen. Dann kann er mal das Tor öffnen. Dieser Witz ist so schlecht, aber ich mache ihn immer wieder. Und jetzt kann ich hier rauf, genau. Warum springt der Loki so komisch? Was macht der da für einen Stunt? Er ist halt sehr stylisch am Start. Jetzt müssen wir ihn nur noch aus dem Eis bekommen. Market. Schimmel ist ja in irgendeinem Torfilm gekommen. Aber wie gesagt, ich habe Tor nie geguckt. Wurde mein Bruder geschlagen, aber ist ja ganz normal. So. Erstes Leben weg. Jawohl, und nur ein letztes Mal. Die Schurken denken sich auch nie was Neues aus. Hier kann man bestimmt den ein oder anderen Witz machen, aber ich habe zu tun. Da fällt mir ein, dieser Hammer ist ziemlich praktisch. Vielleicht kann er mir helfen, die Steuer zu machen. Jo, da haben wir Jotun-Buff gereiht. Ich glaube, er heißt so Jotun. Oder Jötun. Jöten. Jötunheim. Ich kann ja auch gucken, wie der Charakter heißt. Hier ist er. Heimdall war es, genau. Ich hatte, hat Deadpool gesagt, aber ich habe nicht zugehört. Okay, Leute. Dann war es das für eine Folge von Lego Marvel Super Heroes. Wie viel Bonus-Level haben wir denn noch? Wir haben 1, 2, 3, 3 nur noch. Also machen wir 2 in der nächsten Folge und in der letzten Folge, eigentlich nicht ganz richtig, sondern vorletzten, weil in der nächsten werden wir ja dann nochmal die ganzen Charaktere werde ich euch zeigen. Aber ja, im letzten Level werde ich dann euch auch noch die Comics zeigen. Dies Jahr beim 100% Spiel gibt's. Gut, aber ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.